Herzlich willkommen zu unserem neuen Seminar aus dieser Wahnsinnsreihe der Beitragsverwaltung. Heute eben die drei letzten, mit dem ersten dieser drei letzten Zuweisen von Beiträgen zu Mitgliedergruppen. Etwas, was man also sehr selten macht, das passiert im Endeffekt nur dann, wenn man jetzt beispielsweise eine neue Sparte gründet im Verein. Dann muss man also das Ganze machen, oder sollte man machen, also wenn diese Sparte auch beitragsbehaftet ist. Und das zweite ist bei der Übernahme eines anderen Vereins. Sie werden lachen, aber das geschieht zurzeit relativ häufig, dass Vereine andere Vereine übernehmen oder eben als Sparte dann weiterführen. Und das dritte eben beim Import. Das heißt also, wenn ich die Erstbefüllung in den NetXP-Verein selber machen will, wie ich das bewerkstellige, sage ich jetzt mal, dass eben hier die Beiträge das erste Mal richtig vergeben werden. Alles beginnt wieder, wie immer, unter Verein im Menü Beiträge. Und wir haben ja jetzt in den letzten paar Schulungen schon viele Beiträge angelegt. Ich habe also auch heute noch einen zusätzlichen angelegt, und zwar einen Spartenbeitrag Tennis. Das ist mir das Erste, was man dazu wissen muss. Dann habe ich verschiedene Mitgliedergruppen angelegt. Das heißt, also ich habe eine Mitgliedergruppe, alle Mitglieder. Da gehören eben dieser Christoph Mustermann dazu, die Test Petra Mustermann, der Josef Dieter Meier. Herr Sittig, wissen Sie, wer das ist? Der Josef Dieter Meier? Der Meier, Sepp Meier. Ja. Ja, der heißt Josef Dieter, habe ich auch gelacht davor. Der Klaus Augenthaler. Und dann die Steffi Graf und der Boris Becker. Die müssen wegen mir dabei sein. Okay, das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe also eine Gruppe, die nennt sich grundsätzlich mal alle Mitglieder. In der sind also, wie gesagt, alle enthalten. Und dann gibt es eine Mitgliedergruppe Fußball, in der sind der Sepp Meier und der Klaus Augenthaler. Und es gibt dann auch eine Gruppe Tennis, und in der befinden sich dann eben der Boris Becker und die Steffi Graf. Wie viele Mitglieder sich in diesen Mitgliedergruppen befinden, ist völlig egal, denn wir vergeben ja die Beiträge jetzt nicht einzeln pro Mitglied, sondern wir machen das jetzt ja in Form einer sogenannten Massenänderung. Genau. Also das sind die Vorarbeiten, es müssen die Beiträge bestehen und es müssen eben die entsprechenden Mitgliedergruppen oder Beitragsgruppen angelegt sein. So, wenn das alles geschehen ist, dann geht man in das Register Beiträge und klickt unten rechts auf Massenänderung. So, dann öffnet sich ein wahrscheinlich für Sie gänzlich neues Menü, und zwar eben die sogenannte Beitragsmassenänderung. Und in dieser Beitragsmassenänderung habe ich also jetzt die Möglichkeit, ja, eben Beiträge massenhaft zu vergeben. Funktioniert folgendermaßen. Beispielsweise, also eins wollte ich nur sagen, bei meinen Mitgliedern hat kein einziges Mitglied bis jetzt irgendeinen Beitrag. Also das sind also alle, was die Beiträge betrifft, leer. Ich habe also jetzt dann die Möglichkeit, entweder zu filtern, zum Beispiel Mustermann Christoph, anklicken und dann eben ausgewählte Zeile zur Beitragsgruppe, dann den entsprechenden Beitrag wählen, hinzufügen, ausführen. Das heißt also, ich nehme jetzt mal hier diesen Förderbeitrag und kann eben hier ganz schnell sagen, der Christoph Mustermann bekommt jetzt einen Förderbeitrag, ausführen. So, fragt er, wirklich ändern? Jawohl. Und schon habe ich also diesen Beitrag erhoben. Also jetzt hat eben dieser Christoph Mustermann einen Beitrag. Ich gehe jetzt mal kurz in dieses Mitglied rein. Sehen Sie, dieser freie Beitrag mit 0 Euro Vorbelegung macht nichts. Freie Beiträge wissen wir inzwischen, können wir im Mitglied ändern. Also wenn es jetzt ein fixer oder ein gestaffelter Beitrag wäre, hätte er natürlich jetzt sofort mit Beitrag belegt das Ganze. Genauso wie ich also so Beiträge vergeben kann, kann ich auch bei einem oder auch bei mehreren eben Beitragszuweisungen löschen. Also ich kann jetzt praktisch sagen, okay, all diese hier unten angehakten will ich Zuweisungen löschen, und zwar ausgewählte Beitragszuweisungen löschen. Also alle ausführen,
Datensätze wirklich löschen. Diese Datensätze können nicht wiederhergestellt werden. Das heißt praktisch, alle Beiträge sind in diesen Mitgliedern gelöscht und können jetzt neu vergeben werden. Genau, dann kann ich also einzelne Beiträge vergeben. Ich mache das jetzt mal extra. Ich sage jetzt mal, bei diesen beiden will ich jetzt mal, also bei den hier unten angehakten einzelnen Beiträgen, denen will ich jetzt wieder eine Testmitgliedschaft aufhalsen. Beitrag Testmitgliedschaft hinzufügen, ausführen, jawohl. Und jetzt haben also diese beiden eben den Beitrag Testmitgliedschaft. Sie sehen es, wunderbar vergeben. Dann will ich wieder Zuweisungen löschen. Und jetzt kann ich eben zum Beispiel sagen, alle Zeilen aus Testmitgliedschaft. Das heißt, ich lösche jetzt nicht alle Beiträge, sondern ich will jetzt Zuweisungen löschen, alle Zeilen der Beitragsgruppe Testmitgliedschaft löschen. Jawohl, die beiden. Okay. Und jetzt haben die auch wieder keine Beiträge mehr. Ist das bis jetzt einfach noch? Oder kompliziert? Oder schon noch übersichtlich, oder? Ja, nur eine Frage. Wenn ich einen freien Beitrag habe, den ich angelegt habe, meinetwegen mit 20 Euro, ja. Wenn ich da eine Massenänderung mache, überträgt er mir aber immer 0 Euro. Das heißt, ich muss immer im Mitglied den Betrag dann nochmal ändern. Noch, das wird aber in den nächsten paar Wochen geändert. Dann gibt es also einen neuen Punkt in der Massenänderung, der heißt dann Standardsätze bei freien Beiträgen anpassen. Und dann kann man das also ebenfalls massenhaft machen. Echt? Gut. Wunderbar. Herr Pirner, Sie hatten eine Frage? Ja, hat denn der freie Beitrag denn dann noch seine Berechtigung? Weil Sie hatten ja eben gezeigt, ich kann ja eine Beitragsgruppe machen. Ja. Muss aber der Gruppe keinen fixen Beitrag mit dazugeben, sondern kann da ja auch individuell ändern. Genau, das ist eben ein Beitrag, kann ich Ihnen kurz zeigen, das haben wir gestern gemacht, das ist ein Beitrag eben vom Typ freier Beitrag. Also das ist ein Beitrag eben vom Typ freier Beitrag und dieser freie okay. Beitrag kann dann eben in der entsprechenden Höhe beim entsprechenden Mitglied eingestellt werden. Ganz okay. Praktische Sache. Gut. Genau. Okay, soweit. Weitere Fragen jetzt mal? Nicht. Gut. Dann schauen Sie mal. Für was es sich also am besten eignet, ist eben dann diese Mitgliedergruppen. Denn hier kann ich sagen, also erst einmal, die Mitglieder der Gruppe, alle Mitglieder, die sollen diesen Hauptverein Jahresgrundbeitrag erhalten. Das ist also in meinem Testverein eben der Beitrag, den grundsätzlich immer jedes Mitglied haben muss. Ausführen. Jawohl. Und Sie sehen, das geht also unendlich schnell. Der hat es jetzt schon vergeben. So, und jetzt kann ich sagen, nochmal Mitgliedergruppe. Jetzt will ich, dass die Tennisspieler, also der Steffi Graf und die Boris Becker, nein, ich meine umgekehrt, eben den Spartenbeitrag Tennis erhalten, ausführen. Und dann stelle ich nochmal ein, dass die Mitgliedergruppe Fußball, der Sepp Maier und der Klaus Augenthaler, dann eben diesen Spartenbeitrag Fußball erhalten. Ausführen, jawohl. Und schon habe ich also eventuell eine neue Sparte im Verein eröffnet und eben auch dann entsprechend diese Mitgliedsbeiträge gesetzt. Es geht einmal auf, und ich meine natürlich, ich habe jetzt nur 6 Mitglieder, viele Vereine haben 600 oder vielleicht sogar mehr Mitglieder. Hier muss man zwar ein bisschen aufpassen, aber es geht einmal auf alle Fälle wesentlich schneller, als Mitglied für Mitglied durchzuklicken. Richtig? Ja. Genau. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, alle mit einem Alter von mehr als 55 Jahren, und das sind die beiden Fußballer, die tauchen jetzt natürlich zweimal auf, weil sie ja sowohl beim Hauptverein Jahresgrundbeitrag als auch beim Spartenbeitrag Fußball sind. Hier kann ich also sagen, nö, ich will das Ganze eben nicht gruppieren nach Beitragsgruppe. Ich kann dann die Beitragsgruppe hier runterziehen. Dann tauchen sie mir immer noch, das ist ja klar. Und dann gruppiere ich nach Vornamen und dann eventuell noch untergeordnet nach Nachnamen. Und dann sieht man also die beiden auch wieder. Sehen Sie es? Augenthaler Klaus hat die beiden. Oder Josef Dieter Bayer hat dann die beiden Beiträge. Also auch mit diesen Gruppierungen kann man hier arbeiten. Und ich glaube, dass das ja ganz praktisch ist.
oder? Bis jetzt? Schon noch. Ja. Genau. Also auch mit diesen Filtern, wie gesagt, kann man arbeiten. Was ich sehr gerne mache, ist mit diesem Infofeld hinten, zum Beispiel Leute, die, wenn es gerade brennt, freiwillig eine Umlage zahlen oder auch zwangshaft eine Umlage zahlen, dann kann man das also auch ganz schnell machen. Würde also jetzt zum Beispiel Arbeitsdienste betreffen. Das heißt, bei all denen, die noch keinen Arbeitsdienst geleistet haben, schreibe ich beim Mitglied unter Bemerkung Arbeitsdienst. Machen wir den nächsten. Überspringen wir mal einen, schreiben wir wieder Arbeitsdienst, wieder einen überspringen und wieder Arbeitsdienst. Speichern. Herr Sittig, jetzt werden Sie gleich hellhörig. Und jetzt kann ich zum Beispiel ich sage jetzt mal, ich habe einen Beitrag Arbeitsdienst, Sekunde, den können wir auch noch mal ganz kurz anlegen. Ich sage also unter Beiträge neuer Beitrag, sage Arbeitsdienst. Und jeder, der den nicht ableistet, muss 15 Euro bezahlen. Mache jetzt mal nicht mehr. Und jetzt könnte ich also dann eben hergehen, sagen, wunderbar, ich nehme jetzt mal mir alle vor, bei denen Arbeitsdienst eben in der Info steht. Und dann schaue ich eben mal nur auf diesen Hauptverein Beitrag, Jahresgrundbeitrag, das sind also dann, also weil diese Mitglieder, Sie sehen es ja immer wieder vorkommen, eben bei jedem Beitrag, da muss ich mich eben auf einen Beitrag konzentrieren, den eben jeder hat. Und dann kann ich sagen, okay, die alle, die sollen jetzt diesem Arbeitsdienstbeitrag hinzugefügt werden. Und dann haben alle die, die ihren Arbeitsdienst noch nicht abgeleistet haben, eben diesen Arbeitsdienstbeitrag zu bezahlen. Und nachdem ich dann diesen Arbeitsdienstbeitrag eingezogen habe, kann ich also auch diesen Arbeitsdienst wieder löschen, damit er für das nächste Jahr wieder frei ist. Nur vielleicht so viel mehr als kleiner Hinweis, also was man eben mit diesem Infofeld alles machen kann. Grundsätzlich wäre es das jetzt mal erst zu diesen Mitgliedergruppen. Haben Sie noch Fragen? Nein. Ich hätte noch eine Frage. Jawohl. Herr Starr, und zwar, wenn ich, das heißt, ich könnte sowohl über das Infofeld wie auch über eine Mitgliedergruppe einen einmaligen Beitrag einziehen, beispielsweise für einen Inliner-Kurs. Natürlich, wobei ich jetzt in dem Fall sagen muss, würde sich, also ich habe ja Gott sei Dank auch Kurse in meinem Verein und ich mache das nicht über die Beiträge, sondern ich mache das folgendermaßen. Das heißt, also ich lege mir erstmal Gruppen an, ich nenne den jetzt sogar Inliner-Kurs. Ja. In dem Fall sind das fixe Gruppenmitglieder und jetzt kann ich mir also recht schnell eben hier die über so Schnellfilter eben die entsprechenden Mitglieder raussuchen, machen wir in der Meier, und eben diesem Kurs hinzufügen. Mhm. So, ich speichere das Ganze und gehe dann eben später über Buchungen, Massenbuchung und Arte Massenbuchung Mitgliedergruppen, kann dann eben einen Betrag vorbestimmen, sagen wir jetzt mal 15 Euro Inliner-Kurs bei der Abrechnung. Ui, da ist der Laien dabei. Übernehmen. Und jetzt fragt er mich eben, welche Gruppe, das ist dann bei mir der Inliner-Kurs, übernehmen. Dann rechnet er eben über die Bezahlarten. Also wenn eine Bankverbindung vorhanden ist, dann nimmt er die. Ansonsten will er das Geld per Überweisung haben. Ich kann aber jetzt hier den Betrag auch nochmal ändern. Mhm. Und dann, wenn ich sage Liste erstellen, dann wird eben die Buchungsliste erstellt und ist bereit zur Abbuchung. Ah, okay. Und das geht tatsächlich wesentlich schneller. Und meistens ist es auch so bei so Kursen, sage ich jetzt mal, wird ja immer wieder oder wird ja gerne eben immer, ja, sind eigentlich immer die gleichen Mitglieder mit dabei. Ja. Genau. Ich lösche das jetzt nur schon wieder, dass ich wieder so Datenleichen reinbekomme. Okay, die Frage jetzt, wo das über die Beiträge ging, stellte sich auch aus dem Grund, weil ich hatte jetzt genau nämlich einen Kurs, okay, wo wir auch Nicht-Mitglieder drin haben.
Und dann bin ich nämlich über die Mitgliedergruppe gekommen und habe Ja. gesagt, es gibt eine Gruppe Englischkurs für Nichtmitglieder. Genau. Die konnte ich allerdings bei der Massenbuchung nicht auswählen, beziehungsweise ich Richtig, konnte sie weil auswählen, es die waren Nichtmitglieder nicht mehr. sind. Ah, okay. Weil es Nichtmitglieder sind, denn es gibt ein paar Vereine, die machen über die Massenbuchung Gruppen eben auch die Beitragsabrechnung und sonst würden die ihre Ausgetretenen oder Nichtmitglieder auch mitberechnen. Das ist der Grund. Okay. In der Gruppenbuchung funktioniert das aber. Da nimmt der Ausgetretene und Nichtmitglieder auch mit. Nee, hatte ich nämlich genau da nicht. Deshalb hatte ich eben gedacht, wenn ich über die Beiträge komme, da wird es passen. Bei den Mitgliedergruppen hier, meinen Sie? Ja, Da genau. nimmt er die Nichtmitglieder nicht mit. Das ist ein Fehler. Das sollte er nicht. Sekunde. Das ist ein Fehler. Das sollte er nicht. Was Also in ist der aber auch Auswahl hier? habe ich die Nichtmitgliedergruppe drin. Okay. Was aber hier auch immer. Jetzt machen wir mal ganz kurz. Jetzt macht man den Mustermann Christoph mal hier zum Nichtmitglied. Was aber dann auch immer noch geht, wäre eine sogenannte freie Mitgliederwahl. Ja. Denn ich kann Ihnen das mal zeigen und Sie sehen, da ist jetzt auch dieses Nichtmitglied mit dabei, sehen Sie es? Ja. Und da kann ich jetzt auch ganz schnell sagen, Mustermann Petra, Enter, 15 Euro, Enter, der Bäcker, ja, der heißt Boris, Bäcker, 10 Euro, die Steffi. Also ich bin jetzt nur im Vornamenfeld, deswegen macht er das jetzt eben. Die muss 1 Euro zahlen und so geht das auch ganz schnell. Und dann kann ich auch sagen, übernehmen, Liste erstellen, dann ist auch fertig. Das ist auch eine sehr schnelle Möglichkeit. Ja, aber ich bin ja ein fauler Kassierer, wenn ich schon mal eine Mitgliedergruppe habe. Das stimmt. Aber das werde ich sofort weitergeben, dass bei diesen Mitgliedergruppen natürlich dann auch die Ausgetretenen und Nichtmitglieder mit dabei sein müssen. Okay, gut. Das, ja, das sind so Aber da bin ich ja Feinheiten. schon mal froh, dass wir prinzipiell über den richtigen Weg da dran gegangen sind. Stimmt, ja, das ist richtig. Das ist ein ganz richtiger Weg, ja. Ja, gibt Okay. es weitere Fragen?